Hallöchen, meine liebe Zuschauer. Ja, ich bin mal wieder da. Ja. Ich mache heute mal ein bisschen anderes Video. Und zwar sitze ich in der Karre auf dem Brüchstein. Und ich prügel die Kiste. Ich schwör bei Gott schon seit, glaube ich, 2 Tagen. Wir haben hier einen Corrado 460. Es ist eine Emu verbaut. Der Kunde hat das Fahrzeug gebracht. Und zwar habe ich erst gesagt, warum eine Emu? Das geht auch mit dem Seriensteuergerät. Ja, scheinbar hat irgendwie jemand gesagt, das geht nicht. Jetzt haben sie das Ding auf Emu gebaut und wir haben uns hier bald echt tot gesucht. Wir haben Fehler gesucht. Das war einiges ein bisschen falsch angeschlossen. Dann haben die Steuerzeiten nicht gepasst. Und zwar, die Markierung war richtig. Auf der Kurbelwelle, also auf dem Riemenrad, war die schon richtig. Nur leider haben die Jungs, da ist so eine... Mensch, der Kilo macht da so einen Krach. Leider ist auf der Kurbelwelle so ein Zapfen normalerweise und in dem Riemenrand ist praktisch ein Gegenloch. Ich weiß nicht, ob der Zapfen da weg ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich erst hier Gas gegeben, wie verrückt. Und das Ding hat einfach nicht funktioniert. Ich habe mich ja echt bald tot gesucht. Auf der Kupplung, auf der Schwungscheibe hat er leider keine Markierung, weil die irgendwie ein anderes Schwungrad da rein haben, abgedreht ist. Ja, irgendwann habe ich da eine Nacht drüber geschlafen, habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Das Ding macht viel zu viel Ladedruck für ein G60. Da kann ja hier keine 1,5 bar machen. Auf jeden Fall, wir haben vorher dreimal, glaube ich, die Steuerzeiten überprüft und immer wieder hat's gepasst. Ich habe gedacht, dass es vielleicht ist an der Nockenwelle oben der Keil weg und das Rad hat sich verdreht an der Nockenwelle. Oder dass unten auf der Kurbelwelle sich das Rad verdreht hat, ne? Auf der Hauptschraube. War aber nicht, das hat immer wieder gepasst. Auf jeden Fall habe ich dann eine Kerze rausgeschraubt vom ersten Zylinder und habe dann Schraubenzieher reingesteckt und habe das Ding mal auf OT gedreht und habe gesehen, dass da die Steuerzeiten um 4, 10 oder was nicht gepasst haben. Ja, auf jeden Fall haben wir den Fehler gefunden und die Karre geht jetzt und ich bin am Abschirmen und ja, jetzt gebe ich einfach mal Gas, dann seht ihr mal. Wir haben hier ganz normalen G60 mit 68er Laderad, irgendwie eine Nocke drin. Leider ist noch der originale Ladeluftkühler verbaut, das ist so ein Mini-Ding. Das ist, weiß ich nicht, 30 auf 20 oder sowas, größer ist das nicht. Und wir haben hier einfach viel zu viel Ansauglufttemperatur. Also die Kiste geht auf über 70 Grad Ansauglufttemperatur. Und das ist nicht schön, da muss ich locker mal 30 PS wegnehmen. Aber ihr dürft jetzt wohl einfach mal live dabei sein, wie ich das Ding starte. Und gebt einfach mal Gas. So, jetzt starten wir einfach mal die Kiste. So, Drehzahlmesser geht übrigens noch nicht. Da fehlt noch ein Kabel. Die haben da vorne irgendwie... das Kabel vom Drehzahlmesser, wozu der Zündspule geht, das ist irgendwie weg. Keine Ahnung, wo die das hin haben. Das müssen wir noch suchen. So, jetzt gehen wir hier mal auf 0. Was ist mit dir? Ich mache ein Video. Ja, mach mal weiter. Naja. So, haben wir hier mal auf 0 hier. So, ich schalte hier mal meinen Laptop gleich ein. Ja, ganz groß habe ich mir auf jeden Fall die Klopfregelung reingemacht und natürlich meinen Lambda-Wert. Ja, und dann gebe ich jetzt einfach mal Gas, lasse die Datenaufzeichnung mal schön laufen hier. Ja, hier ist noch mein externer Klopfer, den mache ich ganz am Anfang immer rein, weil ich kann nicht auf alles auf einmal achten, ne, bei der Datenaufzeichnung. Da siehst du, kannst du nicht mit deinen Augen überall dahin schauen und hier leuchtet mir normalerweise schön die Lampenbahn, der anfängt zu klingeln, der Motor. Ja, das habe ich jetzt abgeklemmt, weil ich jetzt gerade über die Emo mit der Klopfregelung fahre. Ja, und jetzt ziehen wir einfach mal einen Lauf durch, Leute. Jodele. Also Leute, ihr seid live dabei hier. Datenaufzeichnung läuft. Lambda ist noch ein bisschen fett. Kühlstand läuft auch. Also Teillastbereich muss ich Lambda noch ein bisschen am Agerer machen. Ich bin noch ein bisschen zu fett. Das mache ich aber noch. Und jetzt geben wir einfach mal Feuer. Feuer frei. Der Grenzer, los, los, los.
Leute, bis zum Drehzahlbegrenzer. Und jetzt ausrollen lassen. ,9 bar Ladedruck macht der gute G60. Kein Klingler. Ja, wir haben jetzt stolze 197 PS. Leider Gottes, weil ich das Ding die ganze Zeit prügel. Ich war aber auch schon bei 230 PS. Leider, ihr müsst mal schauen. Wo bin ich denn da? Schaut euch mal die Ansauglufttemperatur an, Leute. Die geht auf 70 Grad, Leute, auf 70. Vorhin war die auch bei 75. Ja, das kommt einfach dadurch, weil der den Original, der G60, der Corrado hat sowieso so einen ganz kleinen Ladeluftkühler, so ein Mini-Ding. Und der ist einfach viel zu klein für das Fahrzeug. Beim Golf 2 damals, beim G60, der mit Klimaanlage, soweit ich weiß, der hat auch noch einen kleinen Nibon-Motor, der war auch schon scheiße. Und die Rallye-Golfs und so, die hatten schon den großen drin. Also ich sag mal, wenn da ein größerer Ladeluftkühler drin ist, kann der beruhigt mit 230 PS hier rumfahren. Ne? Ich muss halt nach der Ansauglufttemperatur, muss ich halt megamäßig viel Zündung wegnehmen, sonst fackeln mir hier die Zylinder weg. Und bei 70 Grad, also 70 Grad ist schon heftig. Ich hätte jetzt gesagt, so 45 Grad wäre noch vertragbar, vielleicht noch 50, aber das ist auch schon, das wäre schon Schmerzgrenze. Und aber keine 70 Grad, ne? Ja, deswegen muss ich die Zündung da runternehmen, wenn ich den jetzt abkühlen lasse, ne? Und dann hat er hier 30 Grad Ansauglufttemperatur oder 35 oder 40, ne? Dann spuckt er mir automatisch 220, 230 PS raus, ne? Ist ja klar, weil er ja die Zündung nicht so zurücknimmt. Ich nehme ja über die Ansauglufttemperatur zusätzlich nochmal die Zündung runter. Ja, und leider haben wir jetzt 200 PS. Vorhin war ich bei 210. Bei den ersten Läufen war ich teilweise bei fast 230. Also je nach Ansauglufttemperatur. Leute, ihr wart jetzt mal so ein bisschen live dabei, was ich so den ganzen Tag mache. Und ich hätte gesagt, wir schnallen die Kiste jetzt vom Prüfstand runter. Und dann fahre ich mal auf die Straße, wie das abgeht mit den brutalen 200 PS, Leute. Ja, ich weiß eigentlich, ja, muss man da lachen, aber ich bin früher sowas auch gefahren, Leute. Ein Kumpel von mir damals, der hat einen Golf 2 G60 Chip Laderad drin und hier eine Nocke, ne? Und da hat das Ding 210, 220 PS gehabt. Vor damals, vor weiß nicht wie vielen Jahren, da warst du der King, da warst du der Chef mit der Karre, ne? Ich weiß noch, da hast du da jeden versägt. Und heutzutage, was sind schon 200 PS, Leute? Was sind 200 PS? Ne? Oh Mann. Aber ich sag mal so, mir macht es trotzdem verdammt viel Spaß, sowas noch zu programmieren. Vor allem mit einer Emu. Ne? Macht echt Laune. Irgendwie macht mir das richtig Laune und bringt mir echt Grinsen ins Gesicht. Ja. So Leute, wir schnallen die Kiste ab und fahren einfach nochmal eine Runde auf der Straße. Dann kriegt ihr so ein bisschen jetzt was mit, was ich so den ganzen Tag hier treibe. Ja, der Max, der strahlt da hinten irgendwie was. Der Tilo macht gerade irgendwie einen Kopf sauber und baut irgendwie einen Kopf zusammen, einen VR6-Kopf. Also wir sind hier voll am Schaffen, Leute, voll am Schaffen. Also bis gleich, ne? Ciao. Was muss er? So, hier seht ihr, hier ist mein Lauf von vorhin noch. Da hatte ich 220 PS und 230 hatte ich auch schon heute Morgen, wo es ziemlich kalt war. Ja, und je heißer die Ansauglufttemperatur, ne? Natürlich geht die Leistung nach unten. Ja, deswegen sagen wir immer, großen Ladeluftkühler. Am besten kauft ihr euch einen vom Wagner, die sind mega. Die haben mir da einen fürs Rennauto gesponsert. Also so geil, so tiefe Ansauglufttemperatur hatte ich in meinem Leben wirklich noch nie gehabt am Rennfahrzeug. Ne? Richtig geile Sache. So, der Max schnallt jetzt die Karre ab und dann machen wir hier eine brutale Probefahrt mit 200 PS. Echt? Ja. Alter, dein Pulli sieht aus. Alter, ist das so dreckig oder was? Mein Chef tut mir ja keinen Sport an von einem neuen. Was? Pullover. Deswegen muss ich. Dein Pullover liegt bei mir in der Waschmaschine daheim. Ja, und deswegen muss ich Edeka anziehen jetzt. Edeka? Von 1990 oder so. Ja, Tilo, das ist unser. Wie haben die Leute gesagt zu dem? Müllmann. Der Müllmann mit der gelben Kappe. Orangene. Eine orangene Kappe. Aber der hat sich ja einfach der Firma angepasst, dem Logo. Ja, Orange. Ja, Mann. Ja, der Max schnallt jetzt die Karre mal ab
Ja. Also, ihr seht ja, die Jungs haben hier ganz schön gewurschtelt, da die Kabel. Das müssen die noch schön machen. Ich soll nur gucken, dass die Karre läuft. Ja, der Rest machen die alles selber. Das geht mich praktisch nichts an. Ja, ich bin ja froh, dass die Kiste jetzt endlich mal läuft. Ja, was ist denn, mach hin. Da hat sich noch ein Tropfen Öl verklemmt in der Kette. Das stimmt, das Kettenantrieb. Was ist denn mit dir? Habe ich da einen Popel oder was? Nein, du siehst nur aus wie ein Schwein, dein Pulli ist voll dreckig. Muss ich mich dir mal ablassen, das kommt vom Strahle, oder? Ja, das ist vom Strahle. Das ist der Strahlsand. Ja. So, jetzt geht's los. Da geht gar nichts los, da fehlt Luft. So Leute, los geht's! Mit der Rennrakete 200 stolze PS, 220, 230, je nach Ansauglufttemperatur. Ich hoffe, ich bringe mich nicht um. Jetzt geht gleich die Bank ab. Oh, oh Leute, der geht aber! Der geht aber! Hey, wann bin ich denn das letzte Mal G60 gefahren? Also ich sag mal so, die zwei ersten Gänge macht das schon Spaß. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, dritter. Aber ich meine, zieht. Er fährt schön, Leute. Er fährt super. Er fährt wirklich super. Die Bremse geht schwer. Die Bremse geht schwer. Ich glaube, da geht der Unterdruck, haben die da nicht angeschlossen oder was? Gut, das sollen die machen. Das Auto stand scheinbar jahrelang. Ja, ich fahre wieder zurück. Ihr habt jetzt ein bisschen was mitgekriegt, was ich so als immer mache. Wir wurschteln und machen und tun und suchen Fehler und versuchen den Leuten zu helfen, wo es nur geht. Ne? Und manchmal zerbrichst du dir da wirklich nächtelang den Kopf und kannst manchmal nachts nicht schlafen und denkst dir, was kann das sein an der Karre? Das gibt's doch gar nicht. Und nachts träumst du manchmal sogar von dieser ganzen Scheiße. Ne? Feuer! Oh Junge, Junge, Junge! Jetzt ist, glaube ich, Sprit leer, Leute. Er zeigt fast nichts mehr an. Auf der Gerade wird es wahrscheinlich gehen. Ja, auf der Gerade geht es wieder. Ja, ich muss zurück, Leute. Der Sprit ist leer. Also der ist voll in Reserve drin. Und ich bin jetzt um die Kurve halt rum. Und da heißt der Sprit natürlich aus diesem originalen Catch-Dingchen da, was da noch drin ist im Tank, ist er da rausgeschwabbelt, sage ich mal. Normal dürfte es nicht passieren, aber wenn der Tank verdammt leer ist, ne, da kannst du da hinten haben, was du willst, aber da kriegt er einfach keinen Sprit mehr. Ist nämlich nur in der Kurve passiert, auf der Gerade war es nicht. Also liegt es nicht an mir, es liegt nicht am Abstimmer, sondern es liegt am Sprit. Aber er macht Spaß, ich fahre trotzdem mal nochmal runter, hoch und runter. Oha. Ja, er zieht, Leute. Also, ich meine, ich weiß noch damals, ich hatte einen Golf 1 damals und hatte auch einen G60 drin. Und auch scharfe Nocke drin und Laderad, das kleinste, was es gab. Und der 1er, ich meine, der wiegt doch nicht viel, der hat ja leer irgendwie 780 Kilo gewogen. Da ist es damals schon zur Sache gegangen. Ne? Wir sind damals, vor Jahren haben wir uns da immer in Heilbronn getroffen. Also viele haben sich getroffen, ich war als dabei. Und dann sind die da also so auf der Zweispurige so gegeneinander gefahren. Und da war ein Golf 1 G60 damals dabei. Das sind wirklich schon jahrelang her. Wir hatten schon VR6 Turbo sogar. Kumpel hatte 16V Turbo und Vectra mit 400 PS. Und Leute, ich sag's euch, der 1er G60, der hat untenrum bis 120 oder was, 140, der hat alle abgehängt, weil der ist aufs Gas und der Druck war einfach sofort da. Ne? So Leute, ich drehe noch eine Runde, ich fahre hier bei mir gerade um die Halle rum.
und fahre wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war jetzt nichts Besonderes. Ich habe euch einfach mal so ein bisschen mit beim Abstimmen mitgenommen und eine Probefahrt. Das, was ich so tagtäglich immer mache. Jetzt muss ich um die Kurve rum. Wahrscheinlich spackt der in die Kurve wieder. Fahre ich erstmal gerade, so. Ey, der dreht sogar durch. Ja, jetzt kommt die Kurve jetzt wieder. Also, Sprit ist leer. Ich muss definitiv zurück, Leute. Sonst schaffe ich es wahrscheinlich nicht mal mehr in die Halle. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.